Tree. Und ich denke, jetzt werden wir einige Highlights von ihm aus dem dritten Spielabschnitt bekommen, als er gezogen ist und vor allem erfolgreich war jenseits der Dreierlinie. Sie haben ihn immer wieder gesucht. Das merken natürlich gute Basketballer, das spüren natürlich NBA-Basketballer. Aber alles fängt hinten in der Verteidigung an und dann kommt vieles. Michael Jordan, eine Pause. Also das kann man gut und deutlich nachverfolgen, dass Doug Collins seine Philosophie, was die Spielzeit betrifft. Und Brandon Haywood kommt zurück, der überragende Mann der ersten Halbzeit. 15 Punkte für den Centerspieler der Washington Wizards, der Mann in Blau mit der Nummer 3. Wang Shishi. Ein vielseitiger, langer Mann. Die letzten zwei Minuten im dritten Spielabschnitt. Hardaway auf den Chinesen. Der zweite Dreier des Chinesen. Wang Shishi, der Mann der letzten Minuten. Oder auch Wang Shishi heißt. Da ist er wieder. Hätte er nehmen können, den Dreier. Ich habe es eben angesprochen. Vielseitig. Der 2,12 Meter Mann. Eben setzt er den Dreier rein und jetzt geht er an seinem Mann vorbei. Aber bislang die Leistung vom Point Guard der Mavericks eher durchwachsen. Wang Shishi wird er zum Matchwinner dieses Spiels. Der Ausgleich. 80 zu 80.